Hallöchen Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch mal mitnehmen und zwar fahren wir zum Möbelhaus. Wir brauchen nämlich ein paar neue Möbel und bei der Gelegenheit würde ich dort mal ganz gerne schauen, ob es etwas für Schleich gibt, zum Beispiel eine kleine Lichterkette, die ich dann an meinen Hauptstall machen könnte, damit das irgendwie noch ein bisschen freundlicher aussieht oder so. Da werde ich euch dann mal mitnehmen und wir fahren jetzt auch gleich schon los und dann würde ich sagen, los geht's. Hey Leute, wir waren jetzt eben noch kurz bei der Eisdiele und dort gab es so eine schwarze Waffel. Die ist mit Aktivkohle so etwas habe ich noch nie gesehen. Das sieht halt einfach mega cool aus. Auch im Übrigen, das ist Cookie-Eis. Ja, aber jetzt geht's weiter zum Möbelhaus. Leute, wir sind jetzt hier angekommen nach einer guten Dreiviertelstunde Fahrt. Wir hatten noch einen kurzen Stopp beim Eisladen, hatte ich euch ja das Eis gezeigt. Natürlich schon längst aufgegessen. Und ja, jetzt gehen wir gleich rein und dann werde ich mal schauen, ob ich was finde. Los geht's. So, und dann waren wir drin. Und da war irgendwie schon Weihnachten ausgebrochen. Die hatten da mega viel Weihnachtsdeko. So Leute, wir schauen uns jetzt hier gerade mal ein paar Möbel an. Ich weiß nicht, ob ihr mich so gut verstehen könnt. Natürlich ist hier Maskenpflicht. Und ja, wir suchen eigentlich nach einem Schrank. Aber hier sind halt immer so Zimmer aufgebaut. Aber ja, Leute, kein Zimmer ist so ordentlich aufgeräumt. So Leute, wir haben uns jetzt entschieden, wir nehmen diesen Schrank. Nein, natürlich nicht. Das ist nur aufgemalt, Leute. Aber irgendwie sieht es cool aus, oder? So, Leute, wir haben uns jetzt für keinen Schrank entschieden, uns halt nur welche angeschaut, aber entschieden noch nicht. Und jetzt gehen wir, glaube ich, in die Dekoabteilung. So, Leute, jetzt habe ich hier was ganz Gutes gefunden. Und zwar ist das eine LED-Lichterkette und ja, ich glaube, die werde ich nehmen. Die kostet 3 Euro und ja, die nehme ich jetzt. Die ist 1,95 Meter lang und sieht eigentlich so ganz gut aus. Also die werde ich mir jetzt, glaube ich, kaufen. Und dann habe ich einfach diese super süßen Lamas gesehen. Die sind so knuffig, aber ich habe mir keins gekauft, weil die waren halt echt übelst teuer. Aber ja, Hashtag Lamas. So ein schöner Moment, die Maske abnehmen zu können. So Leute, mittlerweile bin ich jetzt schon wieder zu Hause, aber es ist auch schon der nächste Tag. Das liegt ganz einfach daran, dass ich es gestern nicht mehr geschafft habe, weil wir sind dann danach noch weitergefahren zu einem Outlet und haben dort noch ein bisschen geshoppt, waren dort noch etwas längere Zeit, haben noch was gegessen und so. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das hat dann nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert. Also ja, dann waren wir erst relativ spät zu Hause und ich hatte ganz ehrlich keinen Bock mehr zu filmen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war jetzt nicht so super lang und ihr habt auch sehr viel von der Fahrt gesehen oder beziehungsweise Landschaft, weil wir halt auch einfach viel gefahren sind. Und ja, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann liked dieses Video und dann würde ich sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.